Betrachter, die scheinbar zum Kunstwerk gehören. Und Bilder, die dem Betrachter ähneln. Fotos, die aussehen wie inszeniert, sind in Wirklichkeit Zufallsmomente. Und diese zu entdecken, ist die große Leidenschaft von Stefan Draschan. Sein Ziel, 1 bis 5 gute Bilder pro Tag. Bereits im Museumseingang scannen die Augen des Österreichers Frisuren und Muster. Ich will entdecken und auch so meine Sinne schärfen. Es geht mir eigentlich auch um dieses Sinne schärfen eigentlich halt. Also was kann ich sehen, wie viel kann ich sehen, ne? Welche Analogien kann ich herstellen? Ich finde das ganze Leben eine Entdeckungsreise. Die großen Museen Europas sind wie ein zweites Zuhause für Stefan Draschan. Heute ist er im Museum Barberini in Potsdam für seine Fotoserie People Matching Artworks. Menschen, die zu Kunstwerken passen, auf Streifzug. 2019 erschien bereits der 2. Bildband des Künstlers. International bekannt wurde er über seinen Blog, soziale Netzwerke und Ausstellungen. Die Verbindung zwischen Mensch und Kunst findet er mal in Frisuren, mal in Mustern, in Farben oder Körperhaltungen. 5 Minuten nach Betreten des Museums folgt bereits der erste Treffer. Das ist eine schöne Komposition. Also Dinge sollen geschehen einfach und es soll auch eine poetische Ruhe drinnen haben. Auch. Also es ist so einfach dieses Merken, das ist ein Moment und der ist dann vorbei. Ich habe auch leise Sohlen an. Halt, ja, also ich habe sonst auch gern schickere Schuhe anzogen, aber das sind die leisesten, die ich habe. Rund 11 Sekunden hat er Zeit für ein Foto. Das ist die durchschnittliche Verweildauer des Betrachters vor einem Kunstwerk. Mit seinen Bildern holt der Fotograf die Vergangenheit in die Gegenwart. Über sein Foto vor dem Narziss des italienischen Barockmalers Caravaggio freut er sich besonders. Und die hebt eben sogar auch, wie er die Hand eben hat. Eigentlich hat man da schon die Analogie. Die Betrachter werden unbemerkt Teil eines neuen Kunstwerks. Ich würde der schnell hinterhergehen, ja. Der Abstand zu den Museumsbesuchern ist ihm wichtig. Kontaktaufnahme vermeidet er. Ich will einfach so eine schnelle Distanz haben und bin eigentlich auch sehr scheu dann, oder ich will auch kein Persönlichkeitsrecht oder irgendwas, weil also deswegen von hinten und wie auch immer, halt, ja, dass das die Leute gar nicht mitkriegen auch. Ja. Die Nachbearbeitung spielt bei ihm im Gegensatz zu anderen Fotokünstlern kaum eine Rolle. Der 40-Jährige schneidet die Bilder lediglich auf seinem kleinen Laptop etwas zu. Ich habe noch nie länger ein Foto als eine Minute bearbeitet eigentlich. Also das ist einfach, das ist auch, ist wieder was anderes einfach halt. Ja. Also. Man könnte es auch photoshoppen, was er sieht. Man könnte inszenieren und was er sieht, aber nee, ich will schon dieses Echte. Dinge und Menschen, die aufeinander Bezug nehmen, sammelt der Fotoautodidakt seit Jahren. Weitere Serien von ihm heißen Cars Matching Homes, Autos, die zu Häusern passen. Oder Couples Matching, Paare, die zusammengehören. Manche Bilder behält er auch gerne mal 2 Jahre für sich alleine, bevor er sie veröffentlicht. Fotografie, oder zumindest meine auch, es sollte schon ein Liebesbeweis ans Leben sein. Also es sollte schon eine Leidenschaft auch erkennbar sein. Auch, ja. Also, und zwar, also jetzt nichts, es ist weder eine Person noch ein Kunstwerk despektierlich dargestellt oder irgendwas, sondern genau, es sollte schon, das Leben kann schon ein Feuerwerk auch sein, irgendwie halt an Sinnesempfindungen. Ne. Wer auch Teil eines neuen Kunstwerks werden möchte, kann ja vielleicht beim nächsten Museumsbesuch auf die passende Garderobe oder die richtige Frisur achten.